Dr. Achim Haag, unser Mann für die Kultur, muss dazu sagen, dass der Veranstalter auch den Herrn Hellmich, den Generalintendanten, eingeladen hat und den Herrn Schumacher, den Kulturdezernenten. Herr Hellmich will sich im Moment nicht öffentlich äußern, Daten sind noch zu wenig für ihn da und der Kulturdezernent ist auf einer Parallelveranstaltung, das sagte ich vorhin schon mal. Also, wir haben Herrn Dr. Haag. Sie als Godesberger, Sie als Kunstfreund, müssten Sie sich nicht freuen über so eine nagelneue Einrichtung, zwei Spartenhaus, Oper und Theater hier in Bad Godesberg? Ja, vielen Dank. Also mit der Frage habe ich im Grunde gerechnet. Das ist ja das, was im Grunde sich jeder vorstellt. Ich habe im Vorfeld und in Vorbereitung auf diese Veranstaltung mir noch mal ein paar Texte durchgeguckt vom Deutschen Bühnenverein. Das ist der Bundesverband der Theater und Orchester. Und da steht, das sind Richtlinien, ich weiß nicht, ob die Politik die kennt, lohnt sich die Lektüre. Da geht es um die Qualitätssicherung bei komplexen Sanierungen, vornehmlich öffentlich getragener Theater. Und das heißt, Theatergebäude sind ein guter Seismograf für den gesellschaftlichen Stellenwert von Kultur. An ihrer Ausstattung und ihrer architektonischen Qualität zeigt sich die Bedeutung, die eine Gemeinschaft ihrer Kultur zumisst. Das wäre dann sozusagen ein Plädoyer, um zu sagen, na, wenn wir hier dann ein neues, schönes Gebäude kriegen, dann macht das erstmal sicherlich architektonisch was her. Wir haben die neuesten Anforderungen, denen wird dann auch genügt. Gleichwohl muss man Folgendes bedenken. Also wir von den Freunden der Kammerspiele, wir sind dezidiert gegen einen solchen Neubau, weil wir denken, dass es von der Kostenseite ganz sicherlich wesentlich teurer wird als diese Instandsetzung. Da sind wir ziemlich fest davon überzeugt, dass diese Überzeugung wird dann nochmal untermauert, wenn man das sieht, was der Bühnenverein zusammengetragen hat, nämlich Erfahrungen aus ganz Deutschland mit Instandsetzungen und mit Neubauten. Ich habe, wir sind der Auffassung, dass man, wir sind nicht gegen Prüfaufträge, auch der neue Prüfauftrag, wenn er denn schnell erfolgt, findet durchaus unsere Zustimmung. Aber nicht hinauszögern, denn das interpretieren wir tatsächlich als ein Versuch, es noch weiter, die Degradation sozusagen noch weiter voranzutreiben und dann zu sagen, jetzt geht es nicht mehr anders. Also das halten wir für eine politische Strategie, die ist unseres Erachtens durchschaubar. Ich möchte das vielleicht folgendermaßen auch begründen. Als ich damals, jetzt vor über 20 Jahren, nach Bonn kam, hatte ich beruflich bedingt Hintergrunderfahrungen mit Berlin, Paris, Hamburg und der Theaterszene. Ich war sehr, sehr überrascht, als ich nach Bonn kam und Bad Godesberg, über die vielfältige, lebendige Theaterkultur, und habe dann auch ganz schnell erkannt, also das Flaggschiff war schon hier, waren die Kammerspiele. Die Kammerspiele nicht nur mit ihrem Programm und mit dem, was sie sozusagen ästhetisch geboten haben, sondern sie waren natürlich integraler Bestandteil hier von Bad Godesberg, und sie waren auch so ein intellektueller Austauschpunkt. Ja, das war etwas, was mich dann überrascht hat. Damit hätte ich, Sie verzeihen, wenn ich dann sage, in der Provinz nicht so mit gerechnet. Ich sehe die bösen Finger. Es ist nun mal so. Aber ich habe auch ganz schnell, und ich bin ja nicht der Einzige, die Freunde der Kammerspiele sehen das auch so, ganz schnell begriffen, dass es hier auch um sozusagen eine Kulturinfrastruktur geht. Und das ist die Stadthalle, das mit die Trinkhalle, das ist das kleine Theater. Ja, das sind sozusagen, das ist auch die Gastronomie drumherum. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, um zu sagen, deshalb sollte im Grunde das tatsächlich auch in dieser Form bewahrt werden. Und wir als Freunde der Kammerspiele machen uns hier ganz stark. Ich will eines ganz deutlich sagen, natürlich, ich vermute mal, letztendlich werden die Finanzen den Ausschlag geben. Ja, das kann schon sein. Aber man sollte auch gucken, bei den Kriterien, wenn die politische Entscheidung ansteht, welche anderen Kriterien und deren Gewicht man dann auch noch zu diskutieren hat. Und dann steht natürlich die kulturelle Vielfalt, da steht natürlich auch
was vorhin gesagt wurde, die Identifikation mit der Geschichte und mit dem Ort, das sind alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, auch für das Wohlbefinden der Menschen hier in Bad Godesberg. Ich sehe das in einem sozusagen großen Zusammenhang. Und wenn ich eines noch sagen darf, ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass selbst ein Neubau mit einem Zwei-Spartenhaus durchaus dazu führen kann, also einmal glaube ich, dass der Kurpark wäre weg, da machen wir uns nichts vor, der wäre wirklich weg. Und das ist für mich ein Kleinod. Ich sage das und deshalb, Sie glauben mir, weil wenn man von außen kommt und nicht damit aufgewachsen ist, das einfach so entdeckt hat, dann sagt man, das ist aber toll. Und da würde ich dann sagen, wenn ich das abwägen müsste, da würde ich sagen, lass das so, wie es ist, lass den Bonnern oder uns allen die Oper dort und die Stadthalle hier und die Kammerspiele hier in diese Form, wie ich es eben beschrieben habe. Denn nicht nur, dass der Kurpark weg wäre, sondern wir hätten auch zu befürchten, dass sowohl quantitativ als auch qualitativ hätten wir es mit Einbußen zu tun, wenn hier dann der Theater- und Opernbetrieb wäre. Und davor möchte ich wirklich warnen. Also mein Plädoyer ist, ich hätte heute Abend Sprachrohr für die Freunde der Kammerspiele, dass die Instandsetzung erfolgt und dass man dann natürlich gucken muss, wie man das alles überbrückt. Das ist klar, das ist alles nicht ganz einfach, aber da machen wir uns stark. Und ich möchte noch mal eins sagen, uns gibt es seit 10 Jahren. Ich war damals nur passives und zahlendes Mitglied, aber zum Beispiel Herr Tudika, der hier sitzt, hat sich damals sehr, sehr, sehr stark eingesetzt. Die Freunde der Kammerspiele wurden gegründet und sie haben gezeigt, wenn man zusammensteht, wenn man gute Argumente hat, dann kann man auch die Politik überzeugen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Danke. Sie haben den Vorteil, dass ich das Mikrofon Ihnen nicht einfach wegziehen konnte, jetzt sehr gut ausgenutzt, dass ich gar nicht dazwischen fragen konnte. Ich hätte Sie gerne gefragt, ob nicht Möglichkeiten des Sparens auch wären, wenn in einem Zweispartenhaus Synergien entstehen und man bestimmte Dienste dann konzentrieren könnte auf zwei verschiedene Häuser. Das lasse ich jetzt aber. Wir sind nämlich in der Zeit sehr fortgeschritten. Ich würde Sie jetzt nur noch fragen wollen, Worst Case für Sie jetzt, es gäbe dieses Zweispartenhaus, let's hope, in Bad Godesberg. Was würde aus den Kammerspielen? Ich weiß gar nicht, ob ich der Richtige bin, um das zu beantworten. Also das ist natürlich dann eine Frage. Sagen wir es, wie sieht der ganze Kontext aus? Werden die Kammerspiele umgebaut? Wird daraus ein Veranstaltungsraum? Es gibt ja mehrere Szenarii sozusagen, die sagen, was könnte man dann machen? Also Worst Case wäre für uns, der schlimmste Fall wäre, wenn wir überhaupt kein Sprechtheater mehr hätten in Bonn, also ein öffentlich finanziertes, das wäre Worst Case, solange das Sprechtheater hier ist. Und natürlich in Bonn-Bad Godesberg, also wenn man so eine Abstufung macht, da wäre natürlich Neubau hier mit Oper und Es wäre nicht unser Wunsch, ja, aber dass das Sprechtheater erhalten bleibt, das ist ganz wichtig, denn es ist, deshalb hatte ich dieses Zitat an den Anfang gestellt, es zeigt immer, wie stark die Gemeinschaft, die Gesellschaft, welchen Wert sie auf die Kultur legt und in dem Fall steht das Theater für die Kultur. Die Befürworter des Zweispartenhauses sprechen davon, dass man da die Kammerspiele ja auch anders nutzen könnte. Wissen Sie davon, dass es da schon Interessenten gibt? Das weiß ich jetzt nicht, ob es da Interessenten gibt, könnte ich mir aber gut vorstellen. Aber das müssten vielleicht die sagen, die näher dran sind, also in der Politik. Dann sind wir gespannt, ob das gleich kommt.